Karle Tirols, Kufstein. Ich begrüße Sie zu einer neuen Ausgabe von Lust auf Kufstein. Ich vertrete heute meinen Kollegen Henrik Eder. Wir genießen nicht nur Lust auf die Festungsstadt, sondern auch auf Kindermode. Denn ich bin zu Gast bei Benetton Baby- und Kindermode, Hans-Reich-Straße 14. In unserem ersten Beitrag besuchen wir jetzt einen Eiskunstlaufverein. Seit Herbst gibt es in Kufstein einen besonderen Eislaufverein. Unter dem Namen die Tirol Diamonds wird fleißig Synchron-Eiskunstlauf trainiert. Tirol Diamonds sind im November gegründet worden und wir sind dann schon im Anfang Jänner unseren ersten internationalen Wettbewerb gelaufen, weil sich das gerade gut ergeben hat. Und die Mädels haben sich dort dann gut präsentiert und jetzt bauen wir auf dem auf und schauen, dass wir nächstes Jahr dann mehrere Wettbewerbe laufen können. Nicht nur Mädels können mitmachen, auch Jungs. Kann man denn noch mit einsteigen? Wir freuen uns über jeden, der dabei ist. Wir sind jetzt noch nicht auf dem höchsten Niveau. Man kann locker noch einsteigen mit ein paar Zusatzstunden und wir würden uns natürlich über jeden Läufer freuen. Was hat es denn mit dem Synchron-Eiskunstlauf auf sich? Woher kommt diese Sportart? Es gibt es jetzt seit den 1950er Jahren schon in Kanada, Skandinavien und seit dem Jahr 2000 ungefähr auch in Österreich. Da haben die Salzburger angefangen und wir versuchen das jetzt weiter in Tirol zu etablieren. Die Eislaufsaison ist jetzt leider schon vorbei und die letzten Trainings sind absolviert. Aber ab September geht es wieder munter drauf los und vielleicht bist dann auch du mit dabei. Bei Benetton Kufstein gibt es 3 Kollektionen und zwar Babys bis 1 Jahre, Kleinkinder und Jugendliche. Wir sind jetzt in der Babyabteilung und bei der italienischen Mode ist alles schon auf den Frühling und auf den Sommer abgestimmt. Bei uns geht es jetzt weiter mit den Nachrichten und den Lust auf Kufstein Newsticker. Das Schultheater des Kufsteiner Gymnasiums führte ein Stück von Israel Horowitz auf, die Makrele. Gespielt wurde 2-mal im Kulturhaus Kufstein. Es geht um einen Fisch, das heißt, es geht um Lebensmittel, es ist im Grunde ganz aktuell. Es könnte auch ein Pferd auf der Bühne stehen statt ein Fisch. Es geht um das Geschäft mit Lebensmitteln und den Betrugsabsichten zwecks Vergrößerung des Gewinns. Wie werden die Stücke für das Schultheater ausgewählt? Ich habe sehr viele Stücke im Kopf und biete oft jahrelang hintereinander meinen Schülern an. Wir diskutieren darüber und oft finden sie keinen Widerhall, keine Zustimmung. Und irgendwann nach 5 oder nach 8 oder nach 10 Jahren habe ich dann genau die Truppe beieinander, die das interessiert, die das machen möchte und mit der funktioniert das dann auch. Und dann schlägt sie durch die Wohnzimmerwand, die wahlgroße Makrele, mitten in Familie Lemons Leben. Nun kommen menschliche Dummheit, Raffgier und Skrupellosigkeit zum Einsatz und man darf das Schlimmste befürchten. Sportlich, elegant und trachtig-fetzig ging es bei der Modenschau des Seniorenbundes Kufstein zu. Mode für Senioren wird präsentiert von Senioren. Ja, da sind weit her, sind von Altbach, sind von der Mütschenau, es ist Westendorf-Brixen. Und ich meine, es ist eine Sache, eine gute, die seit 2 Jahren nicht mehr gemacht worden ist. Aber allein der Andrang, meine, zeigt, dass wir Pensionisten alle mitten im Leben stehen und dass wir auch so wahrgenommen werden wollen. Mode aus dem Hause King und Trachtenstolzer wird mit viel Spaß präsentiert und gleich begutachtet. Also wir stehen ja eigentlich noch mitten im Leben. Das war vor 50 Jahren anders, da sind wir alle in Schwarz dahergekommen, aber jetzt sind wir sehr modisch beieinander. Da kann man nur dazu sagen, weiter so. Neulich haben wir Damen und Herren der Bundespolizei beim Training im Fitnesscenter erwischt. Das Ganze hat natürlich einen besonderen Grund. Ja, körperliche Fitness ist die Grundvoraussetzung für jeden Exekutivbeamten. Diese Leistungsfähigkeit muss sich der Polizist bereits vor der Aufnahme zum Polizeidienst aneignen und muss darüber auch einen Leistungstest ablegen, bevor er überhaupt zur Polizei kommt. Damit diese körperliche Leistungsfähigkeit auch im beruflichen Alltag erhalten bleibt, sind wir natürlich sehr interessiert, dass die Polizistinnen und Polizisten regelmäßig Sport betreiben. Das Ganze soll natürlich nicht einseitig sein, weil es dann langweilig wird und deshalb suchen wir immer wieder verschiedene Sportmöglichkeiten, um diese Leistungsfähigkeit weiter zu fördern und auszubauen. Darüber hinaus sind die Polizisten natürlich angehalten, auch in der Freizeit körperliche Aktivitäten zu entfalten. Wie schon auf Tirol TV berichtet, geht Kufstein Unlimited von 14. bis 16. Juni 2013 in die dritte Runde. 50 Bands an 3 Tagen auf 4 Bühnen in Kufsteins Innenstadt und das alles bei freiem Eintritt. Letzte Woche wurde endlich der Headliner dieses Rock-Pop-Festivals präsentiert.
The Boss Hoss wird in der Festungsstadt für Stimmung sorgen. Der Monster-Sommerhit Don't Gimme That dürfte wohl allen noch im Ohr herumgeistern. Infos zum Festival gibt es unter www.kufstein-unlimited.at. Werbung. Der Sprung in Ihr ganz privates Badeparadies. Nähere Informationen unter www.schwimmteich.com. Einfach wohlfühlen mit Kamin und Ofen Manfred Riedmann in Bad Hering. Trachtenstolzer, flippig, fetzig, frech, in Kufstein. Farben, soweit das Auge reicht. Auch Farben haben hier bei den Kollektionen für Kleinkinder und Kinder bei Benetton Kufstein Einzug gehalten. Apropos kleine Kinder und kleine Balletttänzer geht's jetzt im nächsten Beitrag. In Kufstein soll zünftig auch das Tanzen eine größere Rolle spielen. Ja, das ist richtig. Wir haben ja so viele Ecken in der Kunst und Kultur ja schon abgedeckt und der Tanz ist irgendwo sehr stiefmütterlich behandelt worden und eigentlich ganz viele Kufsteiner wissen gar nicht, dass es eine Tanzschule gibt. Nach dem ersten Feedback auch von der Stadt Kufstein wurde großes Interesse signalisiert, das mich beflügelt, natürlich auch mein Netzwerk, mein internationales, das gerne hier in den Dienst der Kufsteiner Kulturszene zu stellen. Am Sonntag, den 28. April, werden die Absolventen der Ballettakademie der Wiener Staatsoper im Kufsteiner Stadtsaal erwartet. Im Rahmen einer Matinee um 11 Uhr vormittags präsentieren sie ihr Können und das alles bei freiem Eintritt. Und danach wird aus dem Zuschauerraum ein Trainingsraum und es gibt eine offene Klasse für Mädchen und Buben ab 9-10 Jahren aufwärts, die da einfach mal mitmachen können. Und auch die Direktion von der Staatsoper und auch ich als Direktorin der Ballettschule, wir stehen Eltern eventuell für Beratungsgespräche zur Verfügung. Und wir wollen wirklich auch was tun, dass Tanz in Kufstein nicht so stiefmütterlich behandelt wird, sondern wirklich auch was Großes wird. Und jetzt fangen wir mal kleiner an, aber dennoch mit viel Freude. Limette, Orange, das sind die Farben, in denen ich jetzt gerade eingekleidet werde. Hier bei Benetton Kufstein gibt es nämlich auch eine Damenabteilung. Und so bunt wie diese Früchte wird auch das Frühjahr. Das Ferienland Kufstein schaut auf ein erfolgreiches Jahr 2012 zurück und wir waren bei der Vollversammlung mit dabei. Der TVB Ferienland Kufstein lud zur alljährlichen Vollversammlung nach Ebbs. Man kann auf ein erfolgreiches Jahr zurückblicken. Mit den Nächtigungszahlen ist man zufrieden. Es war ein sehr gutes, ein sehr tolles Jahr. Wir haben also ein Plus von 6% im Jahresschnitt. Was mich wesentlich merkfreut ist das, dass wir im Sommer die letzten Jahre immer wieder regelmäßig einen Zuwachs haben, keinen extremen, aber immer ein paar Prozentteil, ein bisschen, weil das zeigt, so wie ich glaube, dass die Arbeit, die wir im Bereich Kultura und Kultur Früchte bringen und dass wir da in den richtigen Weg gehen und das glaube ich ist eine ganz gute Sache. Mittels Strategieseminaren wird der Weg in die Zukunft vorgezeichnet. Natur, Gesundheit und Kultur sind die drei Hauptsäulen. Wir werden geringfügige Anpassungen vornehmen, insbesondere im Bereich Seminar, leichter Kongress. Hier wird es Änderungen in den Werbemaßnahmen geben. Aber in Summe, glaube ich, kann ich sagen, dass wir den 2010 eingeschlagenen strategischen Weg gut umgesetzt haben und dass wir für die Zukunft gut aufgestellt sind. Für 2013 ist unter anderem ein flächendeckendes WLAN-System für die Gäste im Ferienland Kufstein geplant. Ich wurde heute also neu eingekleidet im ersten Stock von Benetton hier in Kufstein. Ich habe nicht nur Lust auf Kufstein bekommen, sondern auch Lust auf die neuen Frühjahrsfarben. In 2 Wochen gibt es wieder Lust auf Kufstein und dann sehen Sie unter anderem den Starkbieranstich in Kufstein. Auf Wiedersehen.